Schon mal gefragt, was sie mit den Leichen gemacht haben? Es redet keiner darüber, aber ich weiß es. Sie haben sie zum Wiederaufbau verwendet. Knochen statt Moliereisen, Blut statt Mörtel. Wir gehen hier über Leichen. Mann, Leichen! Was erzählst du da? Was laberst du für ein Mist? Knickknack, die haben sowohl ins Hirn geschissen, oder was? Oh Mann! Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen! Ich hol mir jetzt gleich die Clowninsel zurück. Also, mag sein, dass der Turn auch dabei ist. Und mag auch sein, dass die anderen Orden noch mit dabei sind. Aber, also! Ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall dabei. Und du nicht. Wer bist denn überhaupt hier? Ja, wer ist denn das überhaupt hier? Der manische Miller. Was ist denn das für ein Knilch? Der manische Miller. Also als ich hier gerade eingeloggt bin, hat der schon irgendwelche Reden geschwungen und ich dachte mir, ich warte einfach mal mit dem Anfang der Aufnahme, bis er nochmal was sagt. Hammer! Vorhin hat er schon irgendwas über Schlitzklinge erzählt. Yvonne Schlitzklinge und über seinen angeblichen Zwillingsbruder und dass sie die ganze Stadt ja regieren. Auch wenn Ellen Kiel gewonnen hat, aber die Schlitzklinge-Brüder, das sind hier die eigentliche. Und auch noch ein paar andere sehr merkwürdige Sachen, hat er gesagt. Der manische Miller. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier mal vorbeizugehen, ihr Lieben. So, aber wir wollen hinunter zum Pier, denn da geht es für uns jetzt weiter. Wir wollen Zaitan von der kleinen Clowninsel vertreiben, also Zaitan nicht selbst, aber doch einen seiner Leutnants oder zumindest doch die Untoten, die er geschickt hat. Repressalie heißt das Ganze. Witzig ist in diesem Zusammenhang, dass einer der Spezialisierungen unseres Wiedergängers auch Repressalie heißt. Das finde ich ganz lustig. Ich habe nämlich Repressalie erst nach der letzten Aufnahme durchgelevelt, damit wir jetzt auch fast durch sind. Erlösung steht uns noch einiges davor und Verwüstung steht uns auch noch alles bevor es dann irgendwann in Heart of Thorns an die Elite-Spezialisierung geht. Ich muss mal darüber nachdenken, ob wir Heart of Thorns und auch die lebendige Welt mit unserem Utwein durchspielen wollen. Ihr dürft mir das sehr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Spaß daran hättet. So, aber wie gesagt, wir machen jetzt erstmal weiter. Besiegt Zaitans Streitkräfte und erobert die Clowninsel zurück. Jo, ich hab nichts Besseres vor. Ich auch nicht. Da sind wir. Und dieses Mal auch unten im Schiff. Na wunderbar. Tekwin ist mitgekommen. Wunderbar. Ja, ich bin schon auf dem Weg, Tekwin. Habt ihr euer Zeug? Erinnert ihr euch an die Ausbildung? Bewahrt die Ruhe. Wir stehen das schon durch. Ja, ich bin bereit. Und wo sind Karis und die anderen? Auf dem Oberdeck. Der Bursche vom Orden der Gerüchte, Dorn, lässt sie einen Spezialisten bewachen. Ihr solltet besser mal hingehen. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Warte mal, rauf geht's hier, richtig? Mann, sind diese Schiffe klein. Ah, okay, gut, also Menschen sind ja auch sehr klein. Unsere Kompanie ist komplett. Jetzt kann die Einsatzbesprechung beginnen. Marshal Traherne, ich bin Efut, Verbindungsoffizier der Wachsamen. Die Löwengarde räumt einige Straßen, aber das innere Hoftor ist blockiert. Meine Abteiforscher haben einen biomantischen Belagerungskondensator hergeschafft. Unsere Mystiker arbeiten schon eine Weile daran. Er sollte nützlich sein. Von der Maschine habe ich gehört. Unsere Agenten haben eine Blaupause gestohlen. Die bizarre Telemetrie war uns zu hoch. Ist das ein funktionierender Prototyp? Natürlich. Nichts übertrifft die Intelligenz der Abtei. Leider ist es ein transportables Modell. Ihm fehlt also die Kraft, ein blockiertes Tor zu durchschlagen. Was wäre, wenn wir den Kondensator irgendwie verstärken würden? Schlau. Die Signaltürme nutzen magische Tafeln, um die Helligkeit zu erhöhen. Wenn wir die Richtung der Tafeln umkehren und die Verzauberung anpassen,
könnten wir den Strahl verstärken. Das ist improvisiert, abgefahren und durchgedreht. Aber es könnte funktionieren. Aber zwischen uns und dem Signalturm sind viel zu viele Untote. Überlass das mir. Die Wachsamen mögen euren vivimatischen Keuchberechner nicht verstehen, aber vom Untotentöten wissen wir einiges. Dann haben wir einen Plan. Kommandeur Efurt, Abmarsch. Eure Recken zeigen euch den Weg. Begleitet den Agenten Zott zum Signalturm. Oh, Ultron, hast du die gesehen? Winnet, Blonta. Oh, die könnten mir ja gefallen. Ja, vor allen Dingen hast du gesehen, Utwein. Die zwinkerte bei jedem Blick Richtung Dorn Velasquez. Agent Zott schafft das Abteilgerät hoch zum Signalturm und setzt es in Betrieb. Die Barrikade muss fallen. Ist es das, was ich denke? Wie haben sie die Winkel verdichtet? Oh, start es nicht an, stöpselt es ein. Ich bin unterwegs, Präzeptor. Na dann, immer mir nach. Ich bilde mir ein, zu wissen, wo es lang geht. Erst einmal geht's hier lang und Tote töten! Da! Wo sind die Wachsamen, wenn man sie mal braucht? Hey, verzieht ach, euch! Solche wir müssen unser WW-Dingsbums, was hat sie gesagt? WW-matisch? Ja, ganz genau! Ja! Ich finde das immer ganz erstaunlich, wie sie plötzlich im Angesicht so großer Not so erfinderisch werden und plötzlich alles umprogrammieren können. Also ich meine, ich bin ja auch bei der Abtei, ja, aber ich gebe wohl zu, dass ich keine Ahnung habe. Ich gehöre halt doch eher zur kämpfenden Fraktion, ne? Genau. Utwein. Jeder Orden könnte jemanden wie dich gebrauchen. Deswegen war ja auch die Entscheidung so schwierig. So schwierig. Auferstandene Grobianin. Ach so. Schon klar. Stehst du bitte auf? Danke. Ich wollte gerade sagen, leg dich nicht so lange hin, umso länger dauert es. Huch. Der fängt wohl hier an rumzuragen. Oder das war's mit diesem Angriff. Alles gut, alles gut. Schaut mal. Und selbst wenn ich nur die Eins hitten kann. Es dauert dann halt nur etwas länger. Aber es wird schon gehen. Die tun gar nichts, ne? Oh, Dorn. Dorn arbeitet mit mir. Und wenn sie es schaffen, hier die Untoten in die Gruppe reinzukommen, dann arbeiten sogar die Hainhüter mit. Sehr schön. Wo ist Tekwin? Ah, Tekwin geht mit. Sehr schön. Und Karis auch. Sehr schön. Was ist denn mit denen hier unten? Wer hat denn den Löwengardisten hier umgenietet? Oh, hier ist noch ein Löwengardist. Na, nicht ins Wasser springen, Utwein. Immer ein bisschen aufpassen, okay? Ja, so ist doch gut. So ist doch gut. Schaut mal, vielleicht können wir den Löwengardisten mal hier eben mit aufstellen. Wie wär's? Sind die anderen schon raufgelaufen? Nö. Agent Zott wartet auf mich. Wie schön. Okay. Eine gute Tat am Tag. Sehr schön. Schneller. Ach, solche Macht. Ja, das habe ich mal eben erledigt. Kommt mit, Jungs und Mädels. Immer hinauf da. Keine falsche Bescheidenheit, wie meine Mutter sagen würde. Jeder kommt mal dran. Oh, sind wir richtig? Ich glaube schon. Maden. Solche Macht. An Knochen gesopft habe ich mich ja schon gewöhnt, aber Maden finde ich echt ekelhaft. Bleh. Hat das jetzt der Untote gesagt? Das war knapp. Hey, Verseucher, komm mal rüber zu mir. Komm mal an Utweins Brust. Ja, genau. Ich hab hier was Feines für dich. Ja. Tatsächlich, Tekwin begutachtet nur, was wir machen. Als ob sie kontrollieren wolle, ob das, was wir gelernt haben, auch ausreicht, um jetzt hier die Gruppe wirklich zum Ziel zu führen. Ich hoffe, ich kriege hinterher den schwarzen Gurt verliehen. Tekwin, ja? Was hältst du davon? So. Ab die Post.
Was will der jetzt hier machen? Ich hoffe, ich muss hier nichts machen. Hier ist die Steuerung. Ich muss sie umkehren, die Verstärkung nachjustieren und den Kondensator anschließen. Haltet sie mir vom Leib. Auch das noch. Oh, noch mehr Maden. Das ist mein Einsatzgebiet. Und mein alter Ball. Ich habe bloß den Astralschaltkreis dieses Turms verbrochen. Oh, die Abtei? Verzeihung. Reg dich nicht auf, Mini. Beeil dich einfach. Tötet sie. Und wir töten sie. Das Licht. Okay. Nein. Und los. Moment, das war zu wenig. Lasst mich noch was anderes versuchen. Tötet sie! Ja, dass man denen das auch immer wieder sagen muss, ne? Kaum ist mal einer hier dahin, schon hören die mit der Arbeit auf. Tötet sie, habe ich gesagt. Immer und immer wieder. Mann. Achtung, festhalten. Ein rekonstruierter Konfigurator, ahoi. Ja, lauft! Stürmt die Klaueninsel zum Sieg! Jetzt wollen wir dem Drachen noch mal zeigen, was der Hake ist! Ich hoffe, ich werde Siren nicht treffen. Da wird gejubelt, ganz genau. Ich glaube, wir können so ein bisschen abkürzen, oder? Flup! Und da unten ist er schon wieder tot. Folgt mir, Karis, und bleib dicht bei mir. Wir kämpfen zusammen, wie am Strand. Das kann ich. Aber Tequin, dieses Ding am Himmel, das ist grässlich. Seht nicht nach oben. Denkt an was anderes. Seht nur mich an. Dann wird alles gut. Ach, wie süß. Das ist ja niedlich, wie sie sich umeinander kümmern. Das ist echt niedlich. Sie wurden überrannt. Wir müssen sie befreien, wenn wir die Belagerungsmaschinen einsetzen wollen. Okay. Die Zinnen wurden überrannt. Versammelt euch am inneren Festungstor. Das ist erstmal der erste Schritt. Und dann gucken wir mal weiter, würde ich auch sagen. Trahan ist schon da. Gut gemacht. Wir haben die Docks gesichert. Was ist mit dem Innenhof, Marschall? Das große Drachending erwischt uns, sobald wir reinstürmen. Wir müssen die Zinnen zurückerobern und die Belagerungswaffen aufstellen. Dann haben wir beim Räumen des Innenhofs Deckung aus der Luft. Da kann ich helfen. Abtei-Alchemisten haben spezielle Munition zur Schwächung solcher Champions geschaffen. Wir können das Monster zu Boden zwingen. Sobald es runterkommt, machen wir es tot. Vertraut auf den Stahl der Wachsamen. Okay. Begleitet Trahan zum zentralen Festungswall. Gut. Heißt erstmal hier rauf, richtig? Mhm. Lass mich raten, Trahan, du willst erstmal hier rauf. Und dann müssen wir erstmal wegmachen, was hier oben ist. Denn ansonsten kannst du hier gar nicht durch. So kleine Zweiglein, die zerbrechen und verbrennen nämlich ganz schön schnell. Na, kämpfst du auch, Trahan? Nur gezwungenermaßen, ne? Und nur unter Protest, genau, haben wir schon gedacht. So, aber auch dieser Veteran ist gleich dahin. Ich helfe mal hier noch mit der Made. Friss das, mein Stahl, mein Streitkolben, einfach alles. So. Okay. Ich werde die Sache von hier aus koordinieren. Geht mit Winnet und erobert die Belagerungspunkte zurück. Der Seuchenbringer muss vernichtet werden. Gut. Drei Wälle. Westen, Norden, Osten. Gut. Fangen wir hier an. Genau, und am besten mit Speed. Mach uns den Speedy Gonzales. Veteran auferstandener Kreid Nimros.
Damit wir die Belagerungswaffe in unsere Hand bekommen, müssen wir natürlich gleich auch erstmal den Abteiingenieur wieder hinstellen. Und möglicherweise müssen wir dann auch darauf... Genau. Ganz meine Worte. Müssen wir dann auch dafür sorgen, dass der nicht wieder umkippt. Wir müssen mal gucken. So. Arbeite! Nördlicher Festungswall. Viel zu tun hier. Ist in unserer Hand. Okay. Ich glaube, wir sind hier fertig. Okay, das ist der nächste. Dann würde ich sagen, wir springen mal hier runter, nehmen alles weg, was hier rundum steht. Damit eben der nördliche Festungswall auch sicher bleibt. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob hier eventuell wieder was Neues spawnt. Eine kraftvolle Kombination. Ach, da ist nämlich auch einer. Er wird aber vom Löwengardisten angegriffen. Gut, 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 gut. Ah, nicht doch. Das kann nicht wahr sein. Und keiner bewegt sich. Also, von Winnet Blondhaar hätte ich mehr erwartet. Ich bin vergiftet. Ja, nicht nur das. Ich bin schockiert. Warum kämpft denn hier keiner mit mir? Ja, das ist angenehm. Mein lieber Utwein, ich fürchte nur so wirst du deine Legende hier weiterschreiben können. So. Ah, das geht ja nicht. Mist. Ich kann ihn ja nicht zu mir ranziehen, obwohl es cool wäre. Na, mal aufpassen hier mit dem Gift. Volltreffer. Erfrischend. Mit Zuständen kommt jetzt unser Utwein nicht so gut klar, muss ich sagen. So, wir gehen erstmal hier rein und stellen den Abteiingenieur auf. Und dann gucken wir mal weiter. Ich glaube fast, wir müssen Raub und Abscheulichkeit wirklich machen. Noch steht der Löwengardist. Ach, und dem geht's sogar ganz gut, muss ich sagen. Ach, nicht schlecht. Gut. Arbeitet hier weiter. Machen wir mal die Raupe. Die sorgt nämlich dafür, dass wir das Ganze hier noch nicht einnehmen können. So, dann machen wir sie schnell weg. Schneller weg. Ja, und ich hab's mir schon gedacht. Solange ich nicht in diesem Kreis stehe, tickt hier auch nichts. Schade. Wir werden noch einen dritten Ort einnehmen müssen, und zwar die östliche Brüstung. Wo ist die? Null Toleranz! Mehr nach meinem Geschmack. Genauso sehe ich das auch. Sag Johann, dass wir bereit für den Drachen-Champion sind. Gut. Dann arbeite du mal hier weiter. Da vorne haben wir schon das andere Trebuchet aufgestellt. Dann noch auf die andere Seite. Es wäre vielleicht cleverer gewesen, zuerst die andere Seite zu nehmen, aber egal. Dann machen wir es halt so. Er arbeitet hier mit seinen Fleischwürmern. Haben wir nicht hier schon aufgeräumt gehabt? Ich glaube schon. Ich habe doch hier schon was getötet. Sehr schön. Die hätten wir. Machen wir mal hier weiter. Auferstandener Heileck. Was haben wir sonst noch so? Noch mehr Heilecks. Gut, 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 gut. Ihr wolltet es so. Also manchmal rastet er aber auch aus, ne? Oder ist es gar nicht der Treherne? Ne, das ist ja gar nicht der Treherne. Das ist ja der Hainhüter hier. Treherne steht ja schließlich da oben und koordiniert alles von diesem zentralen Wall aus. Genau, kommt mal hier rüber. Wollt ihr nicht vielleicht auch darüber kommen, hä? Huh? Mir fehlt der Wille. Ach komm schon. Dir fehlt der Wille überhaupt nicht. Allerdings fehlt dir gerade eine Möglichkeit. Ich bin stark. Um die ganzen Frösche hier aufeinander zu ziehen. Ah, das ist das letzte Trüppchen. Dann können wir uns hoffentlich um den Drachen kümmern. Ich habe einen neuen Weg gefunden zu siegen. Fantastisch! Fantastisch, ganz genau! Einfach! Immer mitten in die Fresse rein. Fantastisch.
Hätte mir mal einer vorher gesagt, dass es geht. Jetzt müssen wir in die Schlacht. Vorwärts. Räumt den Hof. Drängt die auferstandene Horde zurück. Besiegt Zaitans Streitkräfte und erobert die Klaueninsel. Wir müssen den Hof räumen. Oh, wei. Das ist viel. Das ist sehr viel. Oh, Mann. Okay, bleiben wir vielleicht hier erstmal ein bisschen zusammen. Auferstandene Leibeigener. Nummer 1. Da ist ein Veteran dabei. Machen wir vielleicht erstmal die Kleinen. Gucken, ob wir dann mehr Fortschritt bekommen. Schneller! Schneller, gar kein Problem. Dafür habe ich doch Skill Nummer 9. Das ist aber ein ziemlich großer Kreis, ne? Muss ich mal sagen. Hier gibt es überhaupt gar keinen Fortschritt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und noch mehr Veterane. Okay, hier sind Raupen. So, was haben wir hier? Grobian und Hauptmann. Veteran, auferstandener Hauptmann. Vielleicht müssen wir einen Hauptmann töten, damit es hier mal vorwärts geht. Tötet sie! Die anderen Noren hier gehen auch hier in Rage, ne? Sehr schön. Oh, 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 wunderbar, wunderbar. Jetzt halten, halten, halten. Nichts mehr reinlassen, nichts mehr reinlassen. Haltet den Kreis safe.